Die heißesten Fakten zum Spiel, die interessantesten Infos zu den Spielern. Alles rund um den FC Ingolstadt im FCI Talk. Nur hier bei Radio Galaxy. Servus, das ist der FCI Talk heute aus der Trainerkabine mit dem Co-Trainer vom FC Ingolstadt, Carsten Rom. Grüß dich. Hi. Wir sind jetzt hier in der Kabine, sieht schon ganz bunt, ganz viel los. Wie viel Zeit verbringt ihr hier? Ja, also ich bin eigentlich mit dem Athletiktrainer sehr, sehr häufig hier. Der Jeff Sabene, der Alex Kunze, die sind eher oben in dem Büro. Aber so, ich sag mal, so eine halbe Stunde vorm Training sind wir eigentlich alle hier und dann besprechen wir uns auch nochmal. Also ja, ich verbringe hier sehr, sehr viel Zeit. Okay. Du bist Co-Trainer, was unterscheidet denn die Rolle vom Co-Trainer zu die von dem Cheftrainer und vielleicht explizit zu dem von Jeff Sabene? Ich muss nicht entscheiden. Also Jeff fragt mich natürlich viel und ja, ich gebe ihm da so mehr oder weniger so meine Eindrücke preis. Und er ist dann natürlich letztendlich derjenige, der dann entscheiden muss. Das ist natürlich dann der große Unterschied. Wobei ich natürlich sagen muss, dass Jeff mir da viel freie Hand lässt bei vielen Sachen, auch im Training. Von daher kann ich mich da auch schon vernünftig ausleben und die Zusammenarbeit ist eigentlich sehr, sehr gut. Er hält dann den Kopf in den Medien hin dann quasi. Genau, das kommt dann auch noch dazu. Letztendlich fällt für mich ja eher weniger an, jetzt mal heute sowas. Mhm. Aber ansonsten ist er natürlich dann derjenige, der halt dann da vorne steht und dann das auch alles dann auch erklären muss. Ne? Das ist auch mal schön. Ja. Auch mal in den Medien. Ja. Kommen wir auf die Saison zu sprechen. Ihr hattet 3 Niederlagen in Folge während der Saison. Dann wart ihr 13 Spiele ungeschlagen. Jetzt hattet ihr wieder 3 Niederlagen. Weißt du, wie viele Spiele noch übrig sind in dem Jahr? 13. Genau. Erklär uns mal, wie so diese Phase zustande kommt oder wie erklärst du dir das Tief momentan? Ja, es ist, ich glaube, durch diese 13 Spiele ungeschlagen haben wir so ein bisschen auch versucht, ja, ich sag mal so, unseren Stil vielleicht so ein bisschen zu verändern, ein bisschen mehr auf Ballbesitz zu gehen und haben jetzt eigentlich so gemerkt, dass das eigentlich so der falsche Weg ist und ja, jetzt müssen wir eigentlich so ein bisschen wieder so zu den Basics zurück und Richtung Zweikampf und Richtung einfach ein Passspiel und Defensivarbeit. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen so der Punkt und ich glaube, die Linie haben wir vielleicht so ein bisschen verloren. Aber es ist halt einfach so, wenn es dann läuft, dann versucht man natürlich auch, der Gegner stellt sich auch nochmal auf einen ein, dann versucht man noch ein paar Dinge zu verändern. Und ja, es ist jetzt nicht so für uns gelaufen, aber wir haben jetzt, arbeiten ruhig weiter und haben jetzt ein bisschen mehr Zweikämpfe ins Training gepackt und ja, sind dann natürlich guter Dinge, dass das jetzt gegen Köln dann auch wieder besser läuft. Euer Kapitän, dein Kapitän Stefan Kutschke hat davon gesprochen, dass auch ein bisschen die Selbstverständlichkeit fehlt im Spiel. Wie ist das so, 13 Spiele ungeschlagen, alles läuft und irgendwie auch die Spiele, die man eigentlich nicht gewinnen sollte, sage ich jetzt mal Kaiserslautern beispielsweise, die gewinnt ihr und jetzt kommen so 3 Spiele, wo es wirklich einfach irgendwie alle gar nichts läuft, alles, was man versucht, funktioniert nicht. Hat man da Angst, dass man in so einen gewissen Strudel reinkommt? Gar nicht, weil, also ich muss wirklich sagen, ich finde die dritte Liga eigentlich so, dass von Platz 1 bis 20 nahezu alle Mannschaften auf einem Niveau sind. Also ich habe da jetzt nicht das Gefühl, dass eine Mannschaft jetzt einfach überragend ist und jedes Spiel 5-0 gewinnt. Es gibt aber auch keine Truppe, die jedes Spiel 5-0 verliert. Das heißt, jedes Spiel ist eigentlich so ein bisschen so auf Augenhöhe und es entscheiden natürlich nachher auch Kleinigkeiten. Ja, siehe jetzt so Kaiserslautern, wo wir da halt mit einer Standard noch ein Tor machen. So in Würzburg war es dann so, da kriegen wir auf einmal dann 11 Meter, was so auch ein strittiger ist. Dann kommt das 1-1, auf einmal läuft es dann in die andere Richtung. Und jedes Spiel ist eigentlich sehr, sehr eng. Und ja, man muss wirklich um jeden Punkt kämpfen und fighten. Und manchmal fällt es einem so ein bisschen zu. Und jetzt in den letzten 3 Spielen war es dann eher gegen uns. Aber jammern hilft da nichts. Da muss man einfach dagegen halten und einfach wieder auch ein bisschen das Glück auch erzwingen. Okay, wir kommen jetzt auf dich zu sprechen. Da haben wir davor schon drüber geredet, du wurdest schon oft auf dieses Video angesprochen. Trotzdem natürlich jetzt neuer Verein, neue Stadt, möchte mir nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir gucken uns jetzt einen kleinen Ausschnitt von dem Video an. Ihr könnt das Video auch sehen. Und dann würde mich mal interessieren, wie du inzwischen fühlst, wenn du das siehst und was du dazu denkst, okay? 25.000! Wir beten zu Gott, dass ihr gleich Gas gibt, dass ihr Feuerwerk abfackelt! Aber ein Punkt ist mir noch viel, viel wichtiger, Männer! Wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr den ganzen Müll bei euren Frauen, bei euren Kindern, bei euren Freundinnen abladen. Alles, was hier passiert, könnt ihr zu Hause abladen. Und die sind immer für euch da. Immer, jeden Tag sind die zu Hause. Und heute sind sie aber zu Hause. Okay, du kennst es ja schon. Wie fühlst du inzwischen, wenn du das siehst? Ja, ich denke natürlich immer an die Situation, die wir da dann auch hatten. Und eigentlich war es ja kurz vorm Abstieg. Ich weiß noch, dass ich in der Woche auch mit ganz vielen Spielern noch telefoniert habe und wie eigentlich uns allen klar war, dass wenn wir das Spiel verlieren, dass wir eigentlich absteigen. Und es ging halt auch um viele ja, Spielerverträge. Ja, alle wussten nicht, wie es so weitergeht, gerade auch die mit einer Familie und so.
Und das war dann irgendwann halt so einfach so die Idee, ne? Dass, mhm. dass letztendlich ja auch die Frauen, die Familien ja mit im Boot sitzen. Und die Spieler sollten quasi einfach, ja, ich sag mal so, eigentlich nur versprechen, dass sie halt zumindest für die Familie halt so kämpfen, dass sie halt dann da irgendwie den Verein natürlich am Leben halten, aber auch natürlich für sich selber da sorgen. Und ich finde es in der Situation immer noch richtig. Klar war es ein bisschen vielleicht auch naiv, da das dann auch filmen zu lassen, aber das... Ich konnte ja, sonst hätten die Frauen das ja nicht mitkriegen können. Und das war ja eigentlich so der Punkt. Ich hatte mal eine ähnliche Situation, da war ich A-Jugendtrainer. Da ging es aber eher um Aufstieg und dann habe ich eigentlich, ging es ein bisschen um Dankbarkeit, da habe ich die Spieler halt dann auch losgeschickt. Vorm Spiel sollten die nochmal zu ihren Eltern gehen und sagen, ey, heute spiele ich nochmal für dich. Das ging natürlich jetzt in dem Spiel gegen Braunschweig, ging das jetzt schlecht, dass die Männer jetzt nochmal zu den Frauen hingehen und sagen, ey, ganz ehrlich, ich zerreiß mal den Arsch für dich. Und ja, das war eigentlich so der Hintergrund. Rückblickend würde ich es, glaube ich, mit dem Video eher nicht nochmal so machen, aber es hätte ja auch voll in die Hose gehen können, das muss man ja auch ganz klar sagen. Also es war auch wenn wir jetzt 6-0 verloren hätten, der einzige Depp, da wäre halt ich gewesen. Von daher war es ein ganz, ganz krasses Risiko, aber es ist ja letztendlich alles gut gegangen. Das ist auch so ein bisschen die Rolle, die du jetzt im Vergleich zu Jeff Sabeni, aber der jetzt schon lange zusammen einnimmst, weil er wirkt nach außen immer sehr ruhig und sehr besonnen. Bist du dann der in der Kabine? Er kann auch anders. Er kann auch anders, genau. Intern ist das manchmal auch wirklich auch anders. Ja, also ich habe es jetzt natürlich auch hier ein paar Mal gemacht jetzt, aber eigentlich läuft die Saison ja insgesamt auch von der Tabellensituation eigentlich eher so, dass man da jetzt nicht großartig immer rummotzen muss und rumschreien muss. Ja, also von daher ist es hier sehr, sehr wenig. Okay, vielleicht gibt es so eine Ansprache am Sonntag, wer weiß. Ihr spielt zu Hause gegen Viktoria Köln, Spielbeginn ist um 13 Uhr. Das Hinspiel habt ihr 3-0 verloren, warum ist es jetzt genau andersrum? Ja gut, wir sind natürlich auch gewarnt. Wir haben die erste Viertelstunde bei Viktoria Köln super gespielt. Das war einfach so. Und dann haben die uns so ein bisschen überrannt und hatten dann sehr, sehr viel Selbstvertrauen, haben den Ball gut laufen lassen. Und wir haben einen guten Plan, glaube ich, den ich natürlich jetzt hier nicht preisgeben werde. Aber nein, aber wir versuchen natürlich ein paar Dinge aus dem Hinspiel auch anders zu machen. Und ja, nochmal, also die Trainingswoche läuft jetzt gut und wir müssen das jetzt durchziehen bis Sonntag und dann müssen wir halt einfach weniger reden und mehr Taten auf dem Platz dann auch zeigen. Eine abschließende Frage zu eurem Saisonziel. Das Ziel ist es ja, ihr habt gesagt, immer oben dran bleiben. Das Wort Aufstieg wurde noch nicht in den Mund genommen, aber jetzt mal frech gefragt, wenn man am Ende noch oben dran ist, dann steigt man auf, oder? Ja gut, wir wollen auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Ich finde halt einfach, manchmal vergisst man auch so ein bisschen so, wie das Ganze hier gestartet ist. Neues Trainerteam, dann ganz viele junge Leute aus der Jugend hochgenommen. Und das, was ich vorhin gesagt habe, von 1 bis 20, dass da kein großer Unterschied, das ist ja auch wirklich so. Und deswegen sage ich auch, wir als FC Ingolstadt sind jetzt hier nicht die Top-Truppe. Wir sind dann auch nicht auf Platz 20, aber wir müssen wirklich um jeden Punkt kämpfen und natürlich, wenn wir nachher am Ende irgendwie weiter oben dabei sind, dann ist das schön. Aber man muss halt trotzdem auch gucken, okay, wie ist die Saison gestartet, wie ist der Kader zusammengestellt. Wir haben jetzt ja auch keine Champions-League-Leute jetzt in Kader geholt, die uns jetzt nach oben schießen, sondern wir haben ja eigentlich einen guten Drittliga-Kader. Und ich glaube, da muss man jetzt erstmal auch so mit dem Stand, auch wenn wir jetzt nur auf Platz 4 sind, erstmal zufrieden sein und müssen jetzt zusehen, dass wir die letzten 13 Spiele eventuell auch so gestalten wir die 13 Spiele ungeschlagen davor, die Serie. Und das muss jetzt das Ziel sein. Aber erstmal müssen wir gegen Köln jetzt erstmal den Bock umstoßen. Erstmal den Bock umstoßen gegen Köln und dann vielleicht noch ein paar Siege holen in den letzten 13 Spielen. Oben dran bleiben, das wäre super, das wäre das Ziel. Und wenn es am Ende heißt, dass ihr Erster oder Zweiter seid, dann hast weder du noch wir was dagegen einzuwenden, denke ich. Das war der FCI-Talk mit Co-Trainer Carsten Rump. Vielen Dank an deiner Stelle und bis zum nächsten Mal. Ciao. Yo, okay.